So, Leute. Ich will Liebe nur und sonst gar nichts. Die Stadt wird dann so attraktiv werden wie ich selbst. Da bin ich wieder. So, jetzt wird's Zeit, dass wir... unser Luxusviertel noch ausbauen. Ach komm, scheiß drauf. Und wenn wir damit durch sind, kommen wir sowieso in die nächste wieder zurück nach Atlantis, wenn wir behaupten. Ich hoffe, dass der Wagen nicht immer nur geradeaus fährt, sondern auch alle links. Na also. Der nächste, bitte. Anwesen. Rein theoretisch haben wir die richtige Stufe. Es fehlen nur noch ein paar Einwohner, würde ich mal behaupten, ne? Rüstung wollen sie auf jeden Fall nicht mehr kaufen. Das ist aber auch klar. Ich meine, sie haben ja schon alle Rüstung, ne? Was sie jetzt verlangen, sind Pferde. Vermute ich mal. Beziehungsweise Wägen. Ne? Die Sache ist halt die, dass diese... Wer mich verehrt, von dessen Stadt werde ich alle Raubtiere fernhalten. Oh. Also auf jeden Fall brauche ich scheinbar die wirklich. Die Symphonia Iphikos hat Wunder bewirkt. Die Ozeaniden werden vielleicht niemals unsere besten Freunde, aber sie haben sich auf Handelsbeziehungen mit uns eingelassen und beide Seiten haben sich frühere Übergriffe vergeben. Die Ozeaniden haben sich großzügig bereit erklärt, sich unseren Städten mit Handelsschiffen zu nähern, nicht auf ihre sonstige Weise, um unsere Beziehungen zu vereinfachen.
Du hast deine Sache in Evenestus ausgezeichnet gemacht. Doch nun ist es an der Zeit, Egudiko den Oberbefehl zu übergeben und nach Atlantis zurückzukehren. Ja, war auf jeden Fall einfacher als gedacht. Vor allem habe ich jetzt nicht damit gerechnet, dass es jetzt direkt zum nächsten Ding übergeht. Nächsten Kapitel. Aber ja, wie er schon gesagt hat, zurück nach Atlantis. Alle in Atlantis haben die Bedingungen der Symphonia Ithikos mit Freuden akzeptiert. Der Weg, für den wir uns entschieden haben, der Weg des Friedens und Wissens, wird gewiss dazu angetan sein, unseren Ruhm zu mehren. Auch die Götter haben sich an ihren Teil der Abmachung gehalten. Abgesehen von einigen verstreuten Ungeheuern habe ich keine über Gebühr großen Tiere mehr gesehen, seit wir den Pakt geschlossen haben. Solange wir Atlantiden diesen Pakt ehren, wird uns kein Leid geschehen. Sollten wir jedoch unser Versprechen nicht einhalten, ich mag mir den Schrecken gar nicht ausmalen, der über uns kommen würde. Doch nun wird es Zeit für dich, den Ruhm deines Großvaters Poseidon zu mehren. Du bist im Besitz des heiligen Grundsteins, den du für sein Heiligtum benötigst. Nun solltest du die Errichtung des mit Gewissheit prachtvollsten Bauwerkes überwachen, das je ein Sterblicher oder Gott zu sehen bekommen hat. Vielleicht wäre die Insel im Mittelpunkt deiner Stadt der geeignete Ort für das Heiligtum. Immerhin hat dein Großvater auf dieser Insel zum ersten Mal deine Großmutter erblickt. Ja. Ich sag's mal so. So groß, wie das Denkmal ist. Übrigens, ein neues Zitadelle des Poseidon ist sowieso nur die Insel da oben dafür geeignet. Und auch nur die Insel da oben hat genug Platz dafür. Die Zitadelle des Poseidon. Ja. Ja, sowas in der Richtung habe ich schon gedacht. Wer mich erwählt, dem werden die ungehobelten Götter nichts zuleide tun können. Okay,
Wer mich erwählt, dem werden die ungehobelten Götter nichts zuleide tun können. Sieht doch gut aus. Wer mich verehrt, dessen Stadtkasse wird aus allen Nähten platzen. Glaube ich sofort. So, 700. Häuser für 700 Leute. Menschen möchten meine Stadt einwandern.
gut. Zeige ich nur das Poseidon, das wächst und gedeiht. Wobei, es ist jetzt vielleicht der falsche Ausdruck, es wächst und gedeiht. Also. Es entsteht.